Fucking hell, ich nehme dieses Video gerade zum dritten Mal auf, weil es ständig Tonprobleme geht. Heute gibt es mal wieder einen Drogenerfahrungsbericht. Ich habe mir ja vorgenommen, in Zukunft bei Erfahrungsberichten mehr vor der Nachahmung zu warnen, indem ich auch in Erfahrungsberichten Risiken der Drogen aufzähle. Die Erfahrung, von der ich heute erzähle, ist aber so negativ, dass dieses Video mit Sicherheit niemanden zum Nachahmen anregen wird. Da sind die Nebenwirkungen schon direkt automatisch im Trip-Bericht mit eingebaut. Lasst mich nun von meinem ersten Dab erzählen. Und nein, ich mache jetzt keine Jokes darüber, dass man diese Handbewegung hier auch als Dab bezeichnen. Anstattdessen blende ich hier ein Wortspiel aus einem alten Video von mir über Stabben ein. Was? Man kann durch Stabbing high werden? Ich bin da sehr gut darin. Nein, nein, nicht Stabbing. Dabbing. Hier seht ihr mal ein paar Aufnahmen von Leuten, die dabben. Falls ihr nicht genau wisst, was es ist, das, was man beim Dabben konsumiert, sind im Grunde sehr potente Cannabiskonzentrate. Da diese Dabs oft aus über 90% THC bestehen, ist das Dabben eine ganz andere Hausnummer als andere Konsumformen. Selbst erfahrene Cannabis-User mit einer hohen Toleranz können sich durch das Dabben in Sekunden eine so hohe Dosis geben, dass der Trip so intensiv wird wie ein voll ausgeprägter LSD-Trip, und das kann sehr schnell unangenehm werden. Die Story fand auf der Hanfmesse statt. Dort fragte mich der Micha, ob ich nicht Bock habe zu dabben. Anfangs lehnte ich ab mit der Begründung, dass meine Cannabis-Toleranz nicht so hoch ist und dass ich da bestimmt nicht drauf klarkommen würde. Er redete mir das aber im Laufe des Tages schön. Ach was, Simon, wenn du nur ganz wenig dabbst, steckst du das locker weg. Irgendwann stimmte ich dann zu. Dass ich direkt vorher eine kleine Weed-Ladung im Mighty Vaporizer verdampfte, schaffte schon die perfekte Voraussetzung für die kommende Überdosis THC. Hier nun die Aufnahmen von meinem ersten Dab. Ich könnte mir jetzt den ersten Dab meines Lebens. Du hast gesagt, ich muss nicht husten. Kann ich gerade, wem gehört das? Oh, Simon. Alter. Simon, kommt nicht. Boah, das fühlt sich ja anders an als. Oh, shit. Ich weiß nicht, ob mein Dab-Gerät zu heiß eingestellt war oder ob meine unschuldige Lunge im Allgemeinen nicht auf das Dabben klarkommt. Jedenfalls fühlten sich meine Atemwege nach dem Dab sowas von zerstört an. Das Atmen fiel mir schwer und immer wenn ich versuchte, tiefer Luft zu holen, bekam ich einen Hustenanfall. Wenn ich jetzt so, dann... Nach nur wenigen Minuten stellte sich eine THC-Wirkung ein, die viel zu intensiv für meinen Geschmack war. Ich bin so todeshigh einfach. Weil ich bin todeshigh und meine Augen sind noch immer. Ich bin gerade so high, ich denke, die meisten Menschen denken bestimmt jetzt, dass ich was anderes genommen habe. Ich muss mich irgendwo hinsetzen und die Augen zumachen oder so, ey. Ich habe gerade auch irgendwie komplett die Orientierung verloren. Ey, Open Wein! Junge, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich habe gerade zum ersten Mal in meinem Leben gedabbt. Kennst du nicht seinen YouTube-Channel Open Mind? Was? Boah, shit, mein Hals ist so heiß. Hat wer von euch CBD dabei? Ich brauche CBD. Boah. Oh, shit, mir fällt gerade ein, ich habe meinen Rucksack. Wo ist mein Rucksack? Hey, da, du hast ihn nicht dabei jetzt. Warte, dann, ich muss den suchen. Scheiße. Hey, Scheiße, fuck, Mann, wo hab ich den hingetan? Ich weiß schon, wo ich herkomme, aber ich weiß nicht, seit wann ich ihn nicht mehr aufhab. Entweder durch die intensive Rauschwirkung oder durch die Reizung meiner Atemwege wurde mir dann extrem schlecht, weshalb ich erstmal in den Fluss kotzte. Boah, scheiße, ich hab halt gerade gekotzt, Leute. Somit war von dort an nicht mehr nur Pilsinger im Fluss, sondern auch meine Kotze. Micha, ich habe halt gerade gekotzt. Ja. Ich habe gerade gekotzt, Leute. Was sagt ihr dazu, dass ich gekotzt habe?
habe quasi wirklich noch, bis jetzt noch nie in meinem Leben vom Weed gekotzt, aber ich habe halt gerade wirklich gekotzt. Habe ich dich natürlich jetzt nicht vom Dabben überzeugen können. Ja, leider. Ich muss glaube ich nochmal... Willst du dich setzen? Ah, scheiße. Ich weiß nicht, ob mir wieder schlecht wird, ey. Ich bin schlecht, ich muss kotzen. Schaut euch an, wie ich mit Mühe und Not erneut zum Fluss hetze. Nach der zweiten Kotzung war die Übelkeit erstmal weg, aber der Rausch war dafür umso grauenhafter. Ich hab so die Orientierung verloren, Leute. Ich hatte keine Orientierung mehr. Das Ganze war so krass, dass ich jemanden fragen musste, ob er mich zum Klo bringt, weil ich dieses nicht fand, obwohl das eigentlich super easy zu finden war. Diese Aufnahmen, wie ich verwirrt auf dem Stuhl liege und teilweise meine Augen zumache, weil all die Sinneseindrücke und Gedankenströme für mich zu überwältigend waren, zeigen einwandfrei, wie mich dieser Dab zerstört hatte. Wenn ich ein bisschen was Positives da was rausnehmen kann. Wie fühlst du denn jetzt gerade? Was? Filmst du uns oder dich selbst? Ja, mich? Ja, das ist gut. Ja, ja, ihr wollt wahrscheinlich nicht ins Video, oder? Mir ist das egal, ganz ehrlich, okay, mich kannst du ruhig mit ins Video nehmen. Okay, ja, also. Ich stehe dazu, ey. Ja, das ist immer gut. Boah, Leute. Stellst du das auf YouTube, bitte? Ja, ich muss mir nüchtern mal dann mal anschauen und dann schaue ich, was das für ein Meisterwerk ist. Dann schaue ich mir an, wie krass das Meisterwerk ist. Wenn dich jemand fragt, wer da im Hintergrund gelabert hat, sag bitte Bright Spencer. Okay? Bright Spencer. Ohne Scheiß. Bright Spencer. Das wäre der Hit. Der Hit? Meine Sinne sind scheiße, ey. Boah. Sind wir noch mit Wasser? Ja, warum nicht? Was ist das? Müsli mit Schokolade. Hier ist eine Lift-Apfelschorle. Warte, muss den auch halt Milch wäre auch noch ganz gut. Ja, aber Milch sagt man ja nur, weil da ein hoher Fettanteil drin ist. Ja, okay. Hast du schon mal wen gesehen, der so abgekackt ist wie ich da drauf? Ja. Oh Mann. So. Die mashten mich, damit ich fett werde. Was sagt der? Du sagst heute gar nichts mehr. Ja, ja, tue ich nicht, oder was? Ja, oder soll ich noch mal, baue noch mal einen auf. Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja, aber eine Überdosis THC fühlt sich bei mir so an, als würde man gerade verrückt werden, als würde der Kopf gleich platzen, weil man zu viel denkt. Auf Psychedelika wie Pilzen kann es sich auch so anfühlen, als würde man verrückt werden, aber bei Weed ist aus meiner Erfahrung die paranoide Komponente höher, sodass man sich viel eher einredet, dass man wirklich gleich verrückt wird. Wenn ich was so Intensives will, dann kann ich doch lieber direkt LSD aufnehmen. Das ist ein krasser Vergleich, ey. Nee, ist es nicht mal. Also, wenn du dich reinlegen, so. Der trollt dich nur. Der trollt dich nur. Der ist doch 10 Meter groß bestimmt. Wo wir hier gerade schon beim Trollen sind. Kurz vor dieser Messe schrieb mir Susi auf Instagram, dass sie meine Videos feiert und fragte mich, ob man sich auf der Hanfmesse sieht, was ich bejahte. Dann schrieb sie mir kurz darauf nochmal und fragte mich, warum sie häufig unter Trollvideos gegen sie Kommentare von mir las, woraufhin ich meinte, dass das doch nicht nur reines Trolling ist und dass da doch auch valide Kritikpunkte dabei sind. Ich hatte mich richtig gefreut, über sowas mit ihr auf der Messe zu diskutieren, aber durch den Dab war ich zu verballert dafür. Naja, vielleicht beim nächsten Mal oder lass es mal in einem Livestream diskutieren. Zu irgendeinem Zeitpunkt war Micha sehr besorgt, dass ich jetzt vielleicht sauer auf ihn bin, weil er mich ja zum Dabben überredet hatte. Hier meine legendäre Antwort. Aber du bist ja hoffentlich nicht sauer, echt? So gut. Wie du ausschaust, jemand, der so ausschaut wie du, dem kann man nicht sauer sein. So. Doch lass mich diese Frage auch nochmal im Nachhinein etwas ernster beantworten. Aus meiner Sicht liegt die Verantwortung zu 100% bei mir. Ich bin kein Stück böse auf Micha und gebe ihm keine Schuld. Ich werde nächstes Jahr 30 und in so einem Alter liegt es an mir, mich richtig zu informieren und sinnvolle Abwägungen zu treffen, ob ich etwas mache oder nicht. Wenn ich jetzt 12 wäre, sähe die Sache ein bisschen anders aus, aber der Micha würde niemals einen Minderjährigen vom Dabben überzeugen wollen. Der minderjährige Simon hatte aber sowieso ganz andere Hobbys. Da
ich wollte, dass der Rausch möglichst schnell vorbei ist, fragte ich in die Runde, ob wer CBD für mich am Start hatte. CBD ist ein legales antipsychotisches Cannabinoid, welches der Wirkung von THC entgegenwirken kann. Glücklicherweise brachte mir dann irgendwann ein tapferer Ritter CBD-Kristalle. 20 bis 30 Minuten nach der Einnahme der CBD-Kristalle ging es mir ein gutes Stück besser. Moment mal. Oh mein Gott. Das ist der perfekte Moment, um meinen CBD-Shop zu pushen. Zu dem Zeitpunkt konnte ich den Rausch dann schon genießen und ich war sehr gut drauf. So gut, dass ich bis in der Früh um 6 auf der Hanfmessen Aftershow-Party blieb. Leute, es ist jetzt 6 Uhr oder so. Meine Augen nach wie vor nicht mal rot. Ich habe einfach die geilsten Augen der Welt. Ja, jetzt schön pennen, vielleicht davor noch ein bisschen wanken. Muss eigentlich schon sein. Bekifft wichsen ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Trotzdem fand ich den Anfang der Erfahrung so schlimm, dass ich vermutlich nie wieder dabben werde. Und ich rate euch auch davon ab. Nichts gegen die Leute, die es gerne machen, aber aus meiner Sicht ist das Ganze nur was für extreme Weed-Enthusiasten und nichts für Menschen, die sich ab und zu mal ein bisschen Weed gönnen, was bestimmt den Großteil der Konsumenten ausmacht. Für viele ist Cannabis nur die Droge, wo man nur ein bisschen entspannter wird, Hunger bekommt und viel lacht, aber spätestens wenn man mal ordentlich derbt, weiß man, dass Cannabis auch ganz andere Seiten hat. Meine Freundin hat auch mal gederbt und zwar unfreiwillig und ist darauf richtig abgekackt. Ich habe sie schon auf so vielen Substanzen erlebt, aber das, wo sie mit Abstand am meisten abgekackt ist, ist nach dem Dabben. Sie hat nur wirres Zeug geredet, war völlig paranoid, panisch, unansprechbar, orientierungslos und ja, es wurde ihr da wirklich unwissentlich untergemischt. Eigentlich eine echt krasse Straftat. Ich habe das Untermischen sogar auf Video festgehalten und dieses Video könnt ihr euch hier anschauen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. Click it, baby. Hallo? Hey, Digga, du bist der Beste. Ja, ich hab dich so lieb, ja. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Hau rein. Also, oder bist du wenn meine Fresse bei deinem Kanal auf YouTube wäre, ich glaube, das wäre das Krasseste, was mir jemals passieren würde. Ah, okay, ja.